Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und ich habe heute ein Gadget. Dieses Gadget kann dir in drei Bereichen helfen. Im Büro, im privaten Haushalt und in deinem Gaming-Zimmer. Wir haben hier den Dymo Label Writer 550. Jetzt könnte man sich denken, hä, was ist das für ein Gerät? Hey, so komplett untypisch. Aber es ist ein geiles Gadget. Wir haben damals, also zu der Zeit, wo ich noch nicht selbstständig war, sondern in einem Unternehmen auch angestellt war, auf 5 Schreibtischen ein Dymo Label Writer gehabt. Und wir haben damit alles Mögliche gemacht. Und heute zeige ich dir, wie du so einen Dymo Label Writer in diese drei Lebensbereiche einbinden kannst. Schauen wir uns einfach nur mal den Gaming-Bereich an. Du hast die Möglichkeit, Controller zu labeln. Du kannst einfach sagen, hey, ich habe einen Controller, mein Bruder hat einen Controller, ich habe einen Gast-Controller oder wie auch immer. Und dann kannst du auf der Rückseite einfach die Controller labeln und so verwechselst du den Controller nicht. Vielleicht hast du einen Energy-Drink oder etwas zu essen und möchtest nicht, dass jemand das Ganze wegtrinkt, weil du es im Kühlschrank geparkt hast. Auch hier hast du die Möglichkeit, einfach ein Label rauszulassen, zu bekleben, hey, Finger weg, das ist meiner. Zudem hast du die Möglichkeit, kleine Notizen dir einfach rauszudrucken und auf den Monitor zu kleben. Ich würde jetzt kein Passwort draufkleben, aber vielleicht irgendeine Einstellung oder irgendeinen Weg, an den du immer denken musst und immer wieder vielleicht vergisst, so eine Art kleine Erinnerung. Wenn wir schon beim Thema Büro sind, im Büro ist das Ding richtig geil und entfaltet nochmal zusätzlich sein komplettes Potenzial. Du möchtest Briefe verschicken, kannst einfach die Adressdaten drauf labeln, auf ein Paket oder auf einen Brief kleben und dann einfach wegschicken. Natürlich vorher frankieren. Lieber Weihnachtsmann, hier ist der Call Mind. Es ist bald wieder Weihnachten und ich wünsche mir eine neue Kamera von dir. Well, I'm all for Christmas. All the du hast Ordner, du möchtest eine Ordnerstruktur anlegen und dadurch, dass wir hier verschiedene Etiketten haben, verschiedene Funktionen in diesen Etiketten auch besitzen und auch diese Etiketten jeweils verschiedene Funktionen und auch Anwendungseigenschaften besitzen, kannst du dich da komplett austoben. Du kannst Ordner bekleben, Struktur, das kann Steuer sein, das kann verschiedene Ordner, die man halt einfach bei sich auf der Arbeit benutzt, bekleben. Dann kannst du sowohl in einem Büro benutzen, aber vielleicht hast du auch ein Studio, ein Filmstudio oder eine andere Eigenschaft, vielleicht eine kleine private Werkstatt. Also jeder von uns hat ja auch Hobbys und dann hast du die Möglichkeit zum Beispiel Boxen zu bedrucken. Bei mir ist es jetzt so, hier ist ein Kabel drin, USB-C-Kabel, HDMI-Kabel. Dann hast du verschiedene Boxen und beklebst sie von außen und hast immer einen Durchblick. In einer Werkstatt hingegen hast du vielleicht Nägel, Schrauben oder Werkzeug, wo du auch einfach Etiketten erstellen kannst und auch hier einfach bekleben kannst. Du hast vielleicht auch Schränke. In meinem Fall habe ich jetzt in meiner Praxis einen Schrank, wo ich sagen kann, hier sind Unterlagen drin, hier ist ein Kabel drin, hier ist Werkzeug drin, hier ist ein Stativ drin. Auch hier kannst du Schränke von außen einfach bekleben. Du kannst aber auch so einen Label Writer privat benutzen. Du kannst Brotboxen, Dosen, Nudeldosen, auch Schränke bekleben. Du kannst vielleicht auch ein Kleiderschranksystem dir erstellen, wo du sagst, da sind Socken drin, da sind T-Shirts drin, wo du von außen direkt das ganze labelst und weißt, ah, okay, da sind Socken drin, da sind T-Shirts drin, weil du immer wieder die falsche Schublade aufmachst. Also du siehst, der Dymo, der Label Writer, bringt dir verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Aber was kann er und wie funktioniert er? Du kannst individuelle Etiketten erstellen. Mehr als 60 unterschiedliche Stile und Layouts. Es ist ein einfaches Programm. Wir haben hinten Anschlüsse. Einmal Stromanschluss, einmal einen Druckanschluss. Er wird nämlich als Drucker erkannt und anstatt dass einfach Papier rauskommt, wird das Label bedruckt. Cool wäre es, also würde ich persönlich extrem feiern, wenn du zum Beispiel einen anderen Anschluss hättest, einen USB-C-Anschluss hättest. Noch geiler würde ich es feiern, wenn du entweder über WLAN oder über Bluetooth das Ganze per Smartphone, per App kurz einfach ansteuern könntest und einfach die Labels ausdrucken könntest. Aber okay, du hast ein MacBook, du hast ein Windows, du installierst dort einfach eine Software und hast da einfach Gestaltungsmöglichkeiten und kannst dort einfach mit wenigen Klicks dein Etikett rauslassen. Durch die kompakte Bauform, durch die Größe kannst du es von Ort zu Ort einfach abstecken und mitnehmen, von der Arbeit nach Hause, ins Studio, in die Werkstatt, egal wohin, Laptop hingestellt, aufgeklappt, einfach alles rausgelassen, alles beklebt, wieder abgebaut, wieder mitgenommen. Also er muss nicht nur einen festen Standort haben, sondern du kannst ihn einfach mitnehmen. Kannst ihn auch ausleihen, kannst zu deinem Freund, zu deiner Mama, zu deinem Papa gehen und einfach dort mal unterstützen in der Struktur. Er erkennt, welches Label ist drin. Er erkennt auch die Anzahl der Labels, wie viel sind am Anfang drauf, wie viel hast du schon verbraucht, wie viel Stück hast du noch übrig. So kannst du jederzeit einfach nachbestellen. Es gibt Labels, die einfach aus Papier sind, die du nutzen kannst für Indoor, wo du einfach bekleben kannst. Es gibt aber auch Label, die sind strapazierfähig.
wenn du putzt, den Schrank zum Beispiel, dass das sich nicht ablöst. Durch das Thermoverfahren, also einfach durch Hitze, draufgedruckt. Ihr seht, ihr habt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Einsatzszenarien. Ich habe mir deine persönliche Meinung. Wie findest du das Ding? Ich finde es richtig cool. Ich kenne es halt von meiner Arbeit und freue mich, das Ganze jetzt auch im Büro und im Studium, auch im privaten Bereich einsetzen zu können. Wie gesagt, ich würde mir eine App wünschen, ich würde mir einen anderen Anschluss wünschen, ich würde mir Bluetooth wünschen und. Aber hey, es funktioniert und wer weiß, was in der nächsten Zukunft alles noch auf uns zukommt im Bereich der Dymo Labelwriter. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.